Klassenlieder sind unterschiedlich stark, je nachdem, in was für einem Dungeon du bist. Also wenn du in der Oberwelt bist, macht der Traveler Tune nur einen Rüstungsklassenpunkt, im Dungeon Okay. aber zwei. Aber es ist abhängig davon, wo du angefangen hast zu singen. Das heißt, Deswegen fangen wir jetzt erst an zu singen, wenn wir wenn wir unten unten sind. sind, okay. So, der. Apropos Change Class, können eigentlich die Klopper auch Class changen oder ist das nur ein magisches Ding? Also könnte ich jetzt mit meinem Krieger auch Monk werden? Guck doch mal im Handbuch nach. Keine Ahnung, was im deutschen Handbuch steht, aber guck mal, was du irgendwie zu Klassenwechsel findest. Ich glaube, dass du es nur bei den Magiern machen Magiermäßig. kannst, aber ich bin jetzt auch nicht tausendprozentig sicher. Auch Paladin werden, um mal. Ein Dieb könnte man eigentlich noch brauchen. Du willst nicht mich mit den dicken Wurstfingern zum Dieb machen. Och, warum nicht? So, jetzt gehen wir erstmal wieder in die Katakomben des verrückten Gottes. Dieb will der mich mal. Speak to priest. Only those who know the name of the mad one are welcome. What wilt thou say? Mad One, das steht auf dem Zettel da hinten. Ja, da steht Tarjan. Ja, Merk dir doch Jan und ich kann mir Tar. das nicht merken. Also Du machst Jan wie mich unser Jan fertig. und Tar wie das Tape-Archive-Format. Ist doch klar. So. Mal erstmal den Lichtstab. Light Wand. Hurricane cast a spell. Und dann singen. Noch viermal singen. Traveler Tune. So, die erste Reihe hat jetzt immerhin Rüstungsklasse minus 7. Nur der Michael, der haut natürlich wieder. So. Hagen, wir haben doch das letzte Mal die 45 Zombies gefunden. Ja. Und dann habe ich festgestellt, als ich ein bisschen in den Dungeon rumgelaufen bin, da gibt es auch noch andere interessante Stellen. Zum Beispiel, wenn wir. Oh, Trap! Warstrike. Da haben wir ein bisschen Schaden gekriegt. Die hinteren rein. Ja, und der Michael. Und der Hagen. Nur der Lukas nicht. So, es gibt vier Magier, zwei Nomaden, einen Söldner und zwei Sorcerers. Würde mal sagen, dann drauf und tot. Die Sorcerers würde ich mal mit dem Flammenhorn wegbrutzeln. Wir haben ja genügend davon. Weil die machen Aua. Die machen dann so Kampfschadenssprüche. Ich suche immer Zwei noch nach Magier weg. Charakterwechsel, aber hier ist kein. Mal die englische Anleitung, die ist, glaube ich, etwas ausführlicher. Magician casts a spell. Beware the Doppelgänger Monster. Den Magier weg. Magic System. Special Members. The Review Board. Hier steht nichts drin. How to create a character spell levels. Keine Falle gefunden. Hagen, was ist es für eine Falle? Guestrap. Gascloud, meinst du? Guestcloud. Ja. Ja. Wie wir das wieder wussten. Oh, es kann auch gleichzeitig nur ein Bardensong gesungen werden. Ja. So, Reveal-Bard, Spell-Levels, Items. Das muss doch mit dem irgendwo hier stehen, mit dem Klassenwechsel.
Im Zweifelsfall. Mau, ich muss näher kommen. Hört ihr die Spinnen? Hört ihr die Spinnen? Vielleicht musst du mal in der Referenzkarte gucken, da könnte es noch stehen. Jetzt habe ich gerade nasse Flossen. Dann guck später. So, wir wollten ja hier diese linke Tür uns noch angucken. Mhm. Wenn wir da reingehen, dann sehen wir, you face death itself in the form of 66 skeletons. Also nach 45 Zombies jetzt 66 Skelette. Das sind halt Katakomben, da sind halt mal ein paar Untote. Die Skelette, die sammeln sich schon, ja, ja. Naja. So, dafür ist auch das Feuerhorn wieder gut. Und los. Hm. Du kannst übrigens auch noch mal die Taste Fragezeichen mal drücken, bitte, beim nächsten Mal. Where? Draußen. Ja. Ja, draußen. Oder rechter Mausknopf und dann auf Where. Ja. Gleicher Effekt. Ich wollte hier nochmal sagen. Schlack. Ja, währenddessen kokeln die Skelette. Ich frage mich ja immer, was brennt da eigentlich? Aber gut, auch Knochen, wenn es heiß genug ist, ja, können die auch sagen, brennen. Mit so einem Feuerhorn? Oder hast du die Lyra genommen? Ich habe mit der Lyra geblasen. Nein, das ist interessant. Wenn du überlegst, so ein Feuerhorn, der hat so ein Feuer, so ein Horn, auf dem macht der Musik. Und dann pustet er mal rein und dann verbrennen 66 Skelette. Ja, das heißt, auf Grystad, geh nicht abends mit ihm zum Grillfeuer. Hm. Weißt du, also soll ich euch mal was vorspielen und in der nächsten Sekunde macht's einmal fupp. Also auf jeden Fall effektiv. Mann, dauert das. Hoffentlich gibt es dann auch genug EP jetzt. Ja, Skelette bringen nicht viel Erfahrung. Oh, es ist ein Schocker. Oh, wir haben rausgefunden, was ist. What a Schocker. Shocking. You disarmed it. So, wenn man weiß, was es ist, dann ist es noch. Also dann schafft man es, glaube ich, immer es zu. Hatte ich noch nie. Das ist. Warum kriegen wir denn dann kein Gold? Und Lukas hat ein Instrument gefunden. Doof. Könnte auch was Gutes sein, aber. Doof. 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 Gut, dann gehen wir jetzt mal, würde ich sagen, in Level 2. Das war, wo wir das letzte Mal so viel Spaß hatten. Ja. Sind da. Wo geht's denn? Wo ist denn hier die Treppe da oben? Acht Conjurers. Das waren Beschwörer, ne? Mhm. Die können die Feuerbälle. Ist nicht. Sollen wir noch irgendwas? Oder haben wir sie einfach zu Brei? Acht Stück. Pff. Sechs. Drei Schaden. Ein Schaden. Und das war's. Tada! Irgendwie drei Schaden oder so, Matt, oder so. Ja, ein bisschen mehr schon, aber. Das Problem ist, der Hagen haut immer nur einmal zu. Die anderen hauen viermal zu inzwischen. Ja. Keine Ahnung, woran das liegt. Das ist. Und ich irgendwie habe zwei Waffen. Vielleicht guckst du mal die Eigenschaften, was hat. Da bei der Charaktergenerierung ist das beschrieben. Nicht, dass wir irgendwie steuern könnten, was wir steigern, aber einfach mal so Interesse halber. Hm. Das war übrigens eine Gas Cloud. Es steht bei der Charaktergenerierung, wo meinst du das? Bei Charakter generieren. Stopp. Da steht jetzt, was die einzelnen Eigenschaften machen. So, der Markus hat schon wieder aufgehört zu singen. Das gibt's doch gar nicht. So, wo waren wir jetzt? Da hoch. An der Falle vorbei. Nee, an der Falle vorbei. Und dann ist hier die Treppe nach unten. Yes.
So. Durch die Schnecke und dann gab es hier so verschiedene Räume drumherum. Und irgendwo waren auch die Drachen. Jetzt haben wir erstmal zwei Schwertmeister. Hier steht überhaupt nichts dabei, Dennis. Nichts dabei? Mhm. Muss man halt alles so rausfinden. 100 Schaden hatte Diabolik gemacht. Und ich mach ohne 21. Waffe. Schocker. Das ist shocking. Hagen, dein Kopf guckt aus dem Bild. Ich guck halt, du hast mir hier eine Aufgabe gegeben, die unlösbar scheint. Ja, wir wollen es ja nicht so einfach machen hier, oder? 170 EP, was denn das? Gibt es eigentlich irgendeinen Spruch, mit dem man Magie abwehren kann? Das könnte, glaube ich, helfen, um Drachenodem abzuwehren. Face Door, Stone Touch, Anti-Magic. Ein magischer im Kampf wird abgewehrt, hilft auch gegen Illusionen und feuerspeiende Drachen. Mhm. Aber halt nur im Kampf. Das heißt, in der ersten Runde ist trotzdem... Ja. Also im Prinzip bräuchte man sowas ähnliches als einen Dauerspruch. Tja. Beschwörer. Instant Ogre, Wrath of Valhalla. Schocksphere. Nichts Spannendes gefunden? Nee, aber überhaupt nichts. Ich habe sogar noch ein Stück weiter gelesen, aber nichts zu wollen. Gut, dann kämpfen wir noch ein bisschen. Ja. Zwei Goblin Lords. Was ist das denn? Zwei Stück, ist ja popelig. Ja. Doof. Und gleich, wenn die Drachen kommen, dann willst du wieder keiner gewesen sein. Das war's nicht. Joker? Ja. Für zwei Publike gar nichts. Immerhin. Huch, ist ein Kompass hin. Tut nichts. Eins. Da ist einer. Meisterdiebe, Stone Giants, One Sorcerer, One Black Widow. Das ist schon knackig. Machen wir erstmal die Master Thieves weg, damit wir an den Sorcerer kommen. Sehr gut. The Stone Giants Advance. Also machen wir erstmal die Black Widow weg. Die kann, glaube ich, vergiften. Oh, er hat den Diabolik getroffen, trotz Rüstungsklasse Low. Ich glaube, wir müssen gleich mal den Instant-Heilspruch Aua verwenden. Mhm. Na gut, aber andererseits, wir haben so gut wie keinen Schaden bisher bekommen. Also du willst ja die Drachen ankämpfen. Ich weiß nicht, ob ich mit denen kämpfen will. Fump. Das war doch... Und schon hat er wieder 10 Schaden gekriegt. Kann man halt nicht zu oft machen, aber 12 Spruchpunkte für alle sind geheilt. Ja, es bringt natürlich mehr, wenn die noch weiter runter sind, aber ja, macht schon Sinn. So. Nothing. Das gab doch kein Mensch. Ich glaube, es ist eine Gas Cloud. Ja. Hast du dir angesehen? Ja, ja. Das sieht man doch genau da. Genau. Ja, ja.
Das ist der Teppich. Jetzt immerhin 2400 Erfahrungspunkte. Das war gut. So, wie viel haben denn jetzt unsere Sorcerer an Erfahrung? Keine Ahnung, ob man da schon mal aufsteigen kann. So, ich glaube, wenn ich... Wo bist du denn gerade? Hier. Schon wieder aufgehört zu singen. Komm, wir machen jetzt mal... Also, jedenfalls singt er mit dem Ding nicht länger. Ach, mit der Lyra von Laika. Ja. Wechseln wir mal das. Na, nehmen wir das hier. Das Instrument. Lyra würde ich dann auch verkaufen. Ich habe jetzt nicht festgestellt, dass es irgendwie was bringt. Vielleicht ist es ein Questgegenstand. Nee, nicht das Schüsse. Ich habe noch eine gefunden davon. Ei. Und ich nur erweise. Du machst ja auch so Spiele mit. Ah, hier ist der Questgegenstand. Ah, du willst nicht. Naja, hier ist er nochmal. Vielleicht war das da auch so. Ich glaube nicht. Ich glaube jetzt auch nicht, aber ich wollte es jetzt nichts gesagt haben. Ja. So. 1, 2, 3. Also hier ist. Ich weiß nicht, ob da die Drachen sind. Sollen wir mal gucken? Du wolltest die Drachen nicht angreifen. Ich würde ja. 6 blaue Drachen. Ja, pf, und 3 Nahkämpfer. Ich würde sie nicht angreifen. Ich kenne 6 blaue Drachen nicht, aber du kannst. Beim letzten ein bisschen Mal panisch. Sind wir gestorben. Ja. Aber 6 blaue Drachen ist schon krass, krass, ja. Genau, so viel zum Thema Schwierigkeitsgrad. Langsam steigen. Langsam steigen, genau. Zwei Spinner. Das würde. Und zwei Wichte. Mhm. Ich glaube, so nur ein Wicht und. Ah, doch, zwei Wichte, ja. Ein Jademunk. Der war schon nicht mehr. Oh, mhm. Vergiftet. Flash Restore. Zack. Und dabei noch ein paar Trefferpunkte geheilt. Ja, wollte schon sagen. Ja. Schocker. Ja, voll. Mit wem suchst du die ganze Zeit? Markus. Scheint ein Händchen dafür zu haben. Ja. Ein bisschen mehr Erfahrung hätte ich ja jetzt ja, doch. Gut, komm, wenn du keine blauen Drachen angreifen möchtest. Ich glaube, würde ich, also 6 blaue Drachen, da müssen wir noch ein bisschen. Also, ein Black Widow, 3 Zombies, 2 Swordmen, 4 Ninjas. Erstmal die Black Widow. Das ist so dieses, eigentlich ist das alles so Kropfzeug, und dann kommt dort einmal, du machst die Tür auf und dahinter stehen 6 blaue Drachen. Ich hab vor, du wärst wirklich im Dungeon so. Lalala, eine Spinne. Lalala, noch eine Spinne. Lalala. Blaue Drachen, 6 Stück. Entschuldigung, das 99 Zombies. Ja. Das wäre schon cool. 496 Berserker. Mhm. Das kommt alles noch. Der Ninja. So eine Fleischwunde. Zwei Schwertkämpfer. Ja gut, die räumst du ja so ab. So, was gibt's eigentlich hier noch spannende Sachen in diesem Dungeon? Zur 27 wollen wir mal. Muss man aber durch Fallen und Dunkelfelder. So, wo kommt man da lang? Muss man von. Wo möchtest du denn hin?
Weil ich glaube, in dem Level haben wir doch schon alles gemacht, oder? Nein, nein, haben wir nicht. Achso, haben wir nicht. Wir sind nur einmal hier rum. Achso, ich dachte, wir wären da schon unten. Nein, nein. Achso. Waren wir noch nicht. Ich gucke nur gerade, was hier die wichtigsten Sightseeings sind. Ich glaube, wir können da mal einen Bosskampf machen. Immer wenn ich krieg, findet er nichts. Statistisch gesehen. Gascloud. Also lass ich am nächsten dich suchen. 1621. Das war so ein schönes Wortspiel, was? Wenn ich dich jetzt beim nächsten Mal suchen lasse. Ja. Mit dich da unten. Mhm. Ja. Mal gucken, ob du es dann noch findest. Können wir mal gucken. Ja, ja, ja. So. Kann man dir helfen, Hack? Nein, ich habe gerade, du warst so rhythmisch am Tippen und ich wusste schon vorher und dann nicht so. Ja, so ein gewisser Rhythmus stellt sich dann ein irgendwann. Mhm.